Diese Geschichte, sie hat was mit, also ich bin ein bisschen chubby geworden während Corona, weil man nicht so viel, also chubby bedeutet, ich habe ein bisschen zugelegt, mittlerweile ist wieder weniger und das hat so ein paar Schritte benötigt, um das wieder vernünftig in die Griffe zu kriegen. Und von diesen Schritten berichtet dieser Text ein bisschen, aber auch überhaupt nicht. Also wie gesagt, Sie werden es ja hören. Es trägt den Titel Das Prinzip der vielen Schritte. So ein gemächlicher Text. Also. Neulich lag ich in aller Gemütlichkeit auf meinem Sofa und schaute entspannt die neuesten Episoden meiner Lieblingszeichentrickserien, als mich mein Cousin Dorian anrief. Auf der Mattscheibe vollführte gerade Son Goku ein Kamehameha. Ist immer ein Highlight für mich und nicht der Moment, in dem er mich stören sollte. Man versteh mich bitte nicht falsch, ich kann meinen Cousin Dorian echt leiden, klar. Er hat eine unfassbar unreine Haut und ist nicht unbedingt die hellste Glühbirne an der Autoscooter-Fassade auf dem Jahrmarkt des Intellekts. Aber ich bin ja weder oberflächlich noch unterflächlich. Der unpassende Moment seines Anrufs allerdings und die Hektik, die er mit seiner Stimme an den Tag legte, hatte echt das Zeug dazu, mein Vibe zu killen. Ich war also maximal so freundlich, wie man es mit einem frisch gekillten Vibe noch sein kann. So ungefähr muss das Gespräch abgelaufen sein. Andi! Andi, bist du dran? Ja. Oh Gott, das ist gut. Ich stecke echt in der Patsche. Wieso? Was ist denn passiert? Wurdest du von Geldeintreibern eines Gangsterbosses mit einem anderen Typen deines Namens verwechselt und haben diese Geldeintreiber dann auf deinen Teppich gepinkelt, der die Wohnung erst gemütlich gemacht hat? Hä? Nein! War ein Typ mit haarigen Füßen bei dir und hat dir einen magischen Ring gegeben, den du jetzt irgendwo in einen Vulkan werfen sollst? Was? Oder hat dein ärgster Feind dich entführt und mittels plastischer Chirurgie eure Gesichter 1:1 vertauscht und ist jetzt mit deiner Frau zusammen? Hä? Nicht? Dann komme ich nicht drauf. Andi! Ich hab meine Freundin betrogen! Das kam überraschend für mich. Man verstehe mich nicht falsch, ich kann meinen Cousin Dorian echt leiden, aber mir fiel schon immer schwer zu glauben, dass er mit seinen irgendwie viel zu großen Schneidezähnen und seinen doch eher gewöhnungsbedürftigen Ansichten zur Körperhygiene überhaupt jemanden findet. Und dann auch noch so einen heißen Feger wie seine Melanie. Aber es soll ja auf diesem Planeten noch andere geben, die weder oberflächlich noch olfaktorisch anspruchsvoll sind. Und dass es ausgerechnet dieser Typ jetzt noch eine zweite Person gefunden hat, die ihren an seinen, nennen wir es, Körper reiben möchte, Halleluja. Da muss ein kleines Wunder im Spiel gewesen sein. Das interessierte mich nun doch. Oh, du hast Melanie betrogen. Krass. Mit wem? Hä? Wie mit wem? Ich möchte wissen, mit welchem menschlichen Wesen du fremdgegangen bist. Oder stehst du neuerdings auf Bäume? Autos? Oder Verkehrspylonen? Kannst mir ruhig erzählen, ich bin da tolerant. Nein, das ist es nicht. Ich bin nicht fremdgegangen. Ich bin gar nicht gegangen. Das ist ja das Problem. Hä? Du hast Melanie betrogen, aber du hattest gar nichts mit wem anders. Hast du dich einfach in irgendwen verliebt, aber da ist jetzt noch nichts gelaufen, oder wie, oder was? Nee, also doch. Ich hatte was mit mir selbst. Du hast dir einen runtergeholt. Ja, also... Junge, was ist mit dir? Es ist völlig in Ordnung, sich in einer Partnerschaft auch mal selbst den Lörres zu schütteln. Ihr seid erwachsen. Ja, weiß ich doch, aber... Langsam ging mir das Gestotter auf den Sack. Ich warf die Chipstüte von meinem Schoß achtlos auf den Boden, stellte mich hin, um überzeugender zu wirken und sagte, Junge, jetzt mal Butter bei die Fische. Was ist hier so wichtig, dass du mir den Spaß verwehrst, zu sehen, wie Song Motherfucking Goku das Universum rettet?
Ja, also Melanie und ich, wir haben da diese Challenge. Jeden Tag laufen wir 10.000 Schritte, damit wir fit bleiben. Dafür haben wir so Armbänder, die unsere Schritte zählen. Aber neulich habe ich festgestellt, dass das Armband auch Schritte zählt, wenn ich mir mit der richtigen Hand einen runterhole. Und jetzt laufe ich seit 8 Tagen immer nur 4.000 Schritte. Und den Rest, naja, du weißt schon. Den Rest schüttelst du dir von der Palme. Ja. Gar nicht mal so dumm, dachte ich. Und schaute auf meine Corona-Plauze. Verbrennt ja an sich auch ganz gut Kalorien, wenn man es richtig anstellt. Aber ich verstand sein Problem nicht wirklich. Also sagte ich, ich verstehe dein Problem nicht wirklich. Oh Mann, einerseits habe ich ja gelogen, das ist ja schon scheiße genug. Aber dann ist es auch so, dass wir eigentlich ein sehr funktionierendes Sexualleben haben. Ich aber in den letzten Tagen dann nie so viel Bock hatte auf sie, beziehungsweise, dass ich dann abends einfach auch gar nicht mehr konnte. Weil du dich schon zu oft selbst leer gepumpt hattest. Ja, ich meine, wickst du dir mal jeden Tag 6.000 Schritte zusammen? Das geht echt an die Substanz, mein Dödel ist schon ganz wund. Ja, und was willst du jetzt von mir? Oh Mann, du bist doch gut mit Geschichten und so. Kannst du dir nicht was ausdenken, was ich Melanie erzählen kann, damit sie nicht denkt, ich hätte das sexuelle Interesse an ihr verloren? Das traf mich hart. Klar, ich kann mir ganz gut Geschichten ausdenken, aber im Lügen bin ich eine ziemliche Null. Zum Beispiel neulich, als es meinen Nachbarn einfiel, um 9 Uhr morgens hämmernder und bohrenderweise Parkettfußboden zu verlegen, obwohl ich aufgrund einer, nennen wir es Rauschlust, erst um 6 ins Bett gekommen war. Ich bin dann hoch und fragte, ob er es nicht auf den Nachmittag verschieben könne, da ich derzeit in der Nachtschicht arbeite. Als er dann fragte, was ich denn arbeiten würde, antwortete ich mit, ja genau, tschüss! Vielleicht lag es an meiner Fahne oder an meinen Pupillen, er hat jedenfalls weitergewerkelt. Ich antwortete meinem Cousin also, hör mal, ich bin nicht gut im Lügen. Und was meine Geschichten betrifft, ich meine, hast du die mal gelesen? In den meisten Fällen stirbt da jemand oder es passiert irgendwas völlig Beklopptes, was dir niemand glauben würde. Oh. Du meinst also, ich soll Melanie umbringen? Was? Okay, dann geht es wohl nicht anders. Ich wollte ihm noch sagen, dass er mich völlig missverstanden hatte. Doch da hatte er schon aufgelegt und war telefonisch nicht mehr zu erreichen. Ich setzte mich also wieder auf das Sofa und drehte mich zu Melanie, die neben mir saß. Dann sagte ich, du, dein Freund betrügt dich und will dich jetzt umbringen. Vielleicht solltest du heute wieder hier schlafen. Sie schaute mich neckisch an und sagte, okay, aber nur wenn ich jetzt noch meine letzten 4.000 Schritte an dir laufen darf, Andi. Und ich dachte nur, fuck, nochmal 4.000 Schritte. Aber dann lehnte ich mich auch schon zurück und ließ es geschehen. Verdammter Fitnesswahn. Ja, das war die Geschichte. Gib mal da. Vielen Dank.